Hallo bei TechSage, hier vom Mobile World Congress in Barcelona. Zurzeit sind wir zu Gast bei Sony. Neben mir steht Björn. Björn, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was deine Funktion bei Sony ist. Also ich bin bei Sony Mobile verantwortlich für das Marketing in ein Gebiet, das wir Zentraleuropa nennen. Deutschland, Österreich, Schweiz und dann weiter Richtung Osten. Okay, wir reden jetzt heute mal so ein bisschen über die Marktsituation und über die Zahlen. Aktuell ist es zumindest, was wir so mitkriegen, was wir so lesen, sieht es eigentlich zahlenmäßig bei Sony im Mobilgeschäft gar nicht so gut aus, oder? Also wir blicken in Zentraleuropa sehr positiv auf die letzten 3 Jahre zurück. Ich meine, letztendlich Sony Mobile gibt es auch seit 3 Jahren. Davor hieß man noch Sony Ericsson. Und wir hatten ja eigentlich in diesem Premium-Segment, wo halt, ich sag mal, diverse Mitbewerber drin sind, hatten wir eigentlich nie ein passendes Produkt. Und unser erstes richtiges Sony-Flaggschiff war eigentlich das Xperia Z. Und das Produkt hat auch damals irgendwie den höchsten, also die höchste Kundenzufriedenheit erreicht. Irgendwie. Und auf einmal waren wir in diesem Segment drin. Und ich meine, wenn du zurückblickst auf die letzten 3 Jahre, beziehungsweise Z kam vor genau 2 Jahren auf den Markt, also sprich die letzten 2 Jahre, was kam alles danach? Z, Z1, Z1 Kompakt, Z2, Z3, Z3 Kompakt. Also wir haben uns in diesem Premium-Segment positioniert und wir sind echt zufrieden. Also wir sind, also ich bin verantwortlich für 19 Märkte und wir sind sogar in 8 Märkten, also gerade jetzt Richtung Polen, Ungarn, Tschechien, sind wir die Nummer 2 Smartphone-Marke, also laut Marktanteil. Deutschland sind wir jetzt eine konstante Nummer 3 seit knapp 8 Monaten mit knapp 10% Marktanteil und damit haben wir uns positioniert. Also wir sind ganz zufrieden mit dem, was wir erreicht haben in den letzten 3 Jahren. Wer ist denn vor und hinter euch jetzt zum Beispiel in Deutschland? Ja, ich meine, wer vor uns ist, kann man sich vorstellen. Da sind ja im Endeffekt 2 große Hersteller. Hinter uns sind auch die üblichen. Ich meine, auf Nummer 4 ist halt Nokia. Ich glaube, 5 ist aktuell LG, 6 müsste HTC sein. Ja, ganz gut aufgemischt. Und vorne die neuen Player machen ja momentan auch ganz viel, ich sag mal, Wirbelwind im Markt. Man sieht ja gerade im unteren Preissegment, sieht man doch von dem einen oder anderen Hersteller auch ganz gute Aktivitäten. Die sich. Nur um das jetzt nochmal zu vervollständigen, 1 und 2 wären dann Samsung und Apple? Ja. Okay. Du hast jetzt gerade ganz viele Flaggschiff-Produkte aufgezählt, Z1, die Compact-Serie bis zum Z3. Auf der CES haben wir auf ein Z4 gehofft, auf dem Mobile World Congress haben wir auf ein Z4 gehofft. Es kam bisher keins. Es ging so auch dazu die Information um, dass Sony die Anzahl der Produktneuvorstellungen zurückschrauben will. Das tut ja offensichtlich, aber ihr bringt dann auch demnächst mal ein Z4, oder? Ja, natürlich kommentiere ich nie Produktgerüchte und auch nicht Produktstrategie. Nein, aber es war ja eine absichtliche Strategie. Wir haben halt ganz bewusst Wert darauf gelegt, dass unsere Flaggschiffe zwischen 6 und 9 Monate kommen, damit wir halt dieses Premium-Segment ein bisschen aufmischen und uns da halt, ich sag mal, etablieren und erstmal reinkommen. Die Gefahr ist jetzt, wenn du halt im Premium-Segment bist und dein Kunde hat sich halt entschieden, ein Gerät für 599 oder 649 Euro zu kaufen und nach 6 Monaten kommst du mit dem nächsten Flaggschiff, dann ist die Gefahr der Enttäuschung beim Konsumenten, der sich just entschieden hat, dieses Flaggschiff zu kaufen, recht groß. Und ich sag mal, es gibt ja bestimmte Marktgegebenheiten. Konsumenten sind es gewohnt, dass jedes Jahr ein neues Flaggschiff kommt. Und daher passen wir uns ein bisschen an. Hinzu kommt natürlich, wenn du ein Flaggschiff rausbringst, ist ganz wichtig, und wir machen ja nur Android, letzte Android-Variante, und ganz wichtig, neuester Chipset. Und auch diese beiden Phasen, sage ich mal, die müssen ja auch übereinander gelegt werden, damit du halt das richtige Timing hast für deine Flaggschiffe. Wann und ob ein Z4 oder was kommt, das kann ich dir heute noch nicht sagen. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass es kommt, oder? Du, wir sind momentan mit dem Z3 und Z3 Kompakt extrem zufrieden. Also letztendlich, das sind die Z-Geräte, die sich bis dato am meisten verkauft haben weltweit. Gerade Kompakt für uns eine komplett neue Kategorie. Ich meine, ich glaube, du weißt besser als ich, was früher in diesem kleinen Segment war. Es ging ja halt häufig um billige Geräte und da haben wir auf einmal Premium reingebracht. Also wir sind mit den beiden Z3s, beziehungsweise auch mit dem Z3 Tablet Compact, sind wir momentan sehr zufrieden und die verkaufen wir auch sehr gerne weiter. Problematisch sind aber dann offensichtlich einige andere Märkte, oder? Weil insgesamt weltweit gesehen zumindest hört man ja immer relativ viele nicht so tolle Nachrichten bei Sony Mobile. Und es ging auch sogar das Gerücht um, dass die Mobilsparte die nächste sein könnte, die vielleicht abgespaltet wird vom restlichen Konzern. Also ich glaube, und ich meine letztendlich kommentieren tue ich solche Gerüchte eigentlich nicht, aber beim Thema, was nun mal, ich sag mal, omnipräsent ist, Internet of Things. Alles ist mit dem Internet verbunden, Geräte sind untereinander verbunden, das ist die Zukunft. Hätte Sony keine Mobilfunksparte, könnten sie in der Zukunft nicht mitspielen. Und eins darf man auch nicht vergessen, aus der Sony-Zeit, also aus der Geschichte und auch aus unserer, ich sag mal, Joint-Venture-Zeit mit Ericsson zusammen, haben wir natürlich ein extremes Schatz an Patenten, die nicht nur uns zugutekommen, sondern der gesamten Firma zugutekommen. Insofern glaube ich ganz fest daran, dass Mobilfunk im Mittelpunkt nach wie vor steht bei Sony.
Okay, das waren von mir jetzt gerade eben zwei Fragen in einer verpackt. Die andere war, in den anderen Märkten rockt es nicht so. Ist das tatsächlich so oder sind die Pressemeldungen, also die Pressemitteilungen, die da rumgehen, einfach übertrieben? Nein, aber ich meine, wir haben ja eine Sache bekannt gegeben und das haben wir ja letztes Jahr bekannt gegeben, glaube ich, im Dezember, dass wir uns zum Beispiel aus Mainland China zurückziehen. Es gibt bestimmte Märkte weltweit, wo erstens extremes Smartphone-Wachstum herkommt, weil die Penetration noch nicht so hoch ist, wie zum Beispiel in Westeuropa. Gleichzeitig sind aber in diesen Märkten extrem viele unterschiedliche Hersteller aktiv, die wir hierzulande gar nicht kennen. Und du hast dann auf einmal auch einen ganz anderen Preisdruck, beziehungsweise du hast aus Sicht der Endverbraucher eine ganz andere, ich sag mal, Kaufbereitschaft, was Preisfindung betrifft. Wenn du in den Märkten nicht erfolgreich sein kannst oder nicht erfolgreich bist, dann hast du einfach global gesehen, hast du halt Herausforderungen. Ne? Zweites Thema, was auch nicht unentscheidend ist, ich meine, Amerika ist ein Riesenmarkt und wir haben uns halt historisch nie wirklich in Amerika aufgehalten, beziehungsweise nie einen großen Fokus auf Amerika gelegt. Jetzt verkaufen wir drüben das Z3 an Verizon, verkaufen das Z3 an T-Mobile, da fangen wir gerade langsam an. Okay, letzte Frage von meiner Seite aus und das ist so ein bisschen was Persönliches. Wird es nochmal ein PlayStation Phone geben? Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube aber auch da, jetzt mit PlayStation 4 Remote Play, was wir halt auf der Z3 Serie auf jedem Gerät drauf haben, besteht tendenziell keine Notwendigkeit für ein eigenes Hardware-Design, sage ich jetzt mal, aber Details kenne ich nicht. Oder wir kriegen sie jetzt nicht zu hören? Nein, ich kenne tatsächlich keine Details. Okay, super. Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen. Viel Erfolg und viel Spaß noch auf dem Mobile World Congress und auch vor allem viel Erfolg weiter mit Sony Mobile. Danke dir. Dankeschön. Danke fürs Kommen. Ciao. Ciao. Hallo bei TechStage, hier vom Stand von Sony auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Neben mir steht der Björn. Du heißt Björn, gell? Ja, ja, okay.